Ich war letztes Jahr sehr viel auf Reisen unterwegs und dann, wenn ich zurückkomme, dann heißt es dann doch, wir wollen jetzt mal wieder was Gesundes und wir wollen mal wieder Oh. grüne Säfte haben und so. Also klar ist man als Mutter, muss ich schon sagen, schon gefragt, also wenn es da steht und verfügbar ist, dann wird es auch gerne getrunken. Jetzt ist mit dem selber machen, gerade grüne Liftkraft, das geht ja schnell, das funktioniert noch, aber sich selber dann hinzustellen und die Säfte zu pressen, das kommt selten vor. Aber wird auch gemacht. Also gerade die grünen Säfte, die werden sehr, sehr geliebt. Und dann ist natürlich bei uns wirklich Standard, dass es einfach ganz viel Grün gibt. Also am besten natürlich dunkelgrüne Blattgemüse oder überhaupt Gemüse. Und ja, also das ist eigentlich die Hauptmahlzeit. Ich gucke immer, dass das sozusagen die Hauptmahlzeit ist und dann die anderen Sachen, wie, weiß ich nicht, glutenfreie Nudeln oder sonst was, so mehr die Beilage. Ich weiß noch genau, 2013 saß ich in Maui vor meinem ersten grünen Smoothie und obwohl ich wusste, was da alles drin ist, Leckeres, habe ich gedacht, ich kann es einfach nicht trinken. Ich kann es nicht trinken. Es ist an mir. Und dann habe ich es probiert und dachte ich, wow, das schmeckt ja wirklich ganz, ganz toll, ja. Und das war so meine erste Hürde, das Grün zu überwinden. Und tatsächlich, manchmal ist es so die Farbe, die abschreckt. Und da kann ich empfehlen, dann einfach, es gibt ja manchmal so bunte Becher mit einem Deckel oben drauf, das einfach auch mal so anzubieten und die Verpackung einfach schön zu machen und interessant. Und dann wird es probiert und wirklich dann auch am Anfang bei Kindern damit zu arbeiten, dass man halt mal sagt, okay, dann sind da jetzt mal zwei Äpfel drin oder eine Orange oder sowas, ja. Das einfach eher dieses, ja, dieses Gefühl, dass es was Leckeres ist, dass es Spaß macht, es zu trinken, überwiegt und dann kann man immer noch reduzieren. Also ich habe einen Dörrautomat und also ich nehme den Grünkohl, dann mache ich den Strunk raus, rupfe ihn in kleine Blätter und dann kommt es darauf an, dann lasse ich mich oft inspirieren, mit was ich den sozusagen mariniere. Also man kann das ganz einfach machen mit Zitronensaft und ich liebe Cayenne, also Cayennepfeffer oder Chili überhaupt. Und man kann man kann da auch Paprika mixen. Und ja, also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und dann wird es so mariniert, also auch ein bisschen gewalkt. Und dann verteile ich das auf den Blechen vom Dörrautomat und dann werden die getrocknet, ja. Und die sind immer schneller weg, als man überhaupt schauen kann.